Grüß Gott. Es gibt Umweltfaktoren, die krank machen. Die Weltgesundheitsorganisation hat festgestellt, am schlimmsten ist natürlich die Belastung der Umwelt durch Schmutz und Staub. Aber schon an zweiter Stelle ist es der Lärm. Der Lärm, der Menschen krank und manchmal sogar wahnsinnig macht. Und dieser Lärm fällt in der sogenannten stillen Jahreszeit wohl noch mehr auf als sonst. Denn es ist gar nicht wirklich still geworden. Es ist zu laut, die Paketzustelldienste sind laufend unterwegs. Im Nachbarhaus lärmt es. Es ist so viel da, so viel Lärm. Und wir sehnen uns nach wirklicher Stille, auch im Wissen, dass die Stille gar nicht so leicht auszuhalten ist. Denn wenn es außen ganz still ist, wird es innen laut. Und Menschen haben manchmal Angst vor dem, was dann innen kommt. Denn dann wird innen der Ruf ganz laut nach Gott. Aber in der adventlichen Zeit wollen wir uns in diese Stille hineinwagen, die dann nach Gott ruft. Oder wie es die große Dichterin Hilde Domin ins Wort bringt, wenn sie vermutlich auch über die adventliche Zeit sagt, nicht müde werden, sondern dem Wunder leise wie einem Vogel die Hand hinhalten. In aller Stille will das Fest beginnen. Die Botschaft gehört, das Kind geboren werden als Einladung Gottes an uns. In wachen Augen will der Stern aufgehen, das Licht erstrahlen, die Freude erglänzen als Gottes Gnade für uns. Mit offenen Augen will das Verwundbare und Wunderbare angenommen werden, als Geheimnis Gottes in uns. Mit Sehnsucht im Herzen will der Engel gegrüßt,
der Frieden verkündet, das Leben geteilt werden, als Weg Gottes zu uns. Unter jedem Dach will Herberge finden, Raum gewinnen, Gestalt annehmen, die Zuwendung Gottes zu uns. Und darum wollen wir im Segen Gottes auch bitten. Unser Segne und behüte uns, der treue und lebendige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.